Wer hätte gedacht, dass es jetzt weitergeht mit knallhart durchgenommen Thimbleweed Park? Jeder hätte es gedacht, der nicht so blöd ist, den Wochenplan zu lesen. Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen direkt ins Rätsel, denn wir haben ein großes Rätsel, ein großes Problem. Wir gehen jetzt auch gar nicht auf den Rest ein. Wir müssen dieses Trampolin irgendwie benutzen. Ich habe keine Ahnung wie. Wir haben immerhin schon durch die Kunst der Deduktion zwei Sachen rausgekriegt. Und zwar, irgendwie müssen diese beiden Personen wichtig sein, denn sie ist die einzige, Dolores ist die einzige, die hier reinkommen kann. Meine anderen Charaktere stehen, na gut, mehr oder weniger, vor dem Zirkus und kommen nicht rein. Der Geist kann eh nichts machen, der huibut weiter sich durchs Hotel. Ergo, warum kann sie dann rein? Na gut, sie ist keine Polizei und deswegen lässt er sie auch rein. Das ergibt Sinn. Aber was soll sie hier? Weil eigentlich ist, wir haben alles abgeguckt. In diesen Wagen will sie nicht rein. Im Zirkus ist eigentlich nichts. Es ist nur dieses blöde Trampolin. Und jetzt habe ich gerade etwas rausgefunden, von dem ich hätte schwören können, ich habe das schon 100-mal gemacht. Im Ernst, ich habe es wahrscheinlich schon 1000-mal gemacht. Aber aus irgendeinem Grund scheint es jetzt zu funktionieren. Ich drücke das Trampolin. Guckt euch das an. Keine Ahnung, auch das, keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Was soll das bringen? Kann ich es nochmal drücken? Okay, soll ich das jetzt die ganze Zeit? Oh! That's as far to the right as I can move it. I'll have to pull it to move it to the left. Die Regie hat mir gerade ein Katsching-Geräusch aufs Ohr gegeben. Das bedeutet, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Ihr könnt immer, wenn ich irgendwo richtig liege, könnt ihr so ein Katsching-Geräusch einbauen. Und dann weiß ich zumindest, dass ich auf dem richtigen Pfad bin. Ja, aber was mache ich denn jetzt damit? It's my old trampoline. Brings back memories. I need to be higher to jump on it. Okay, das ist total blöd, weil jetzt nehme ich an, dass das funktioniert mit dem Draufspringen, oder? Hey, Spotter, you're in the wrong spot. You want me to break my neck? Be careful. Was passiert hier? Okay, then. Here I go. Da ist die Witze-Seite! Die Witze-Seite! Okay, aber das ist ja fantastisch. Also warum? Irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, was übersprungen. Weil warum sie jetzt so mit ihm zusammen, das habe ich nicht gerafft. Also ich verstehe natürlich, warum sie jetzt hier ist, warum sie die einzige Person ist, die hier rein kann. Aber was da, warum er ohne sie, das muss ich gerade mal ausprobieren. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn sie nicht da ist. Das ist doch irgendwie, ist doch sehr seltsam. Oh, gucken wir mal, was da passiert. Irgendwie habe ich ein Rätsel jetzt übersprungen oder so. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first. Ah, okay. Na gut. Ah, okay. Und dann müsste man mit ihr. Nein. The path. Dann müsste man mit ihr dahin. Alter. Mach das doch erstmal. Okay, ja, ja, okay. Jetzt verstehe ich das Rätsel auch. Da war ich zu schnell in der Lösung des Rätsels. Ja, soll ich denn jetzt, nehme ich an, dass ich jetzt ziehen muss, oder? Und eigentlich noch mehr. Also bis ganz nach links. Und dann muss ich von dem linken, von der linken Treppe springen. Das ist so absurd, weil ich wirklich mehrfach. Nee, ziehen. Okay, es geht nur so. Wenn ich jetzt drücke. Na komm jetzt. Okay, ich hab's verstanden. Das war eine meiner ersten Ideen natürlich, mit dem Trampolin zu springen. Ist ja klar. Was sonst? Ach komm, ernsthaft. That's as far to the right as I can move it. I'll have to pull it to move it to the left. Und irgendwie habe ich das scheinbar dann vergessen und nicht weiter drauf rumgedacht. Aber das war natürlich meine erste Idee und es ergibt doch total Sinn, dass oben die blöde Witze-Seite ist. That's as far to the also nicht, dass sie oben da im zweiten Bildschirm ist, aber es ergibt Sinn, dass sie hier im Zirkus irgendwo ist. Und da waren die anderen ja auch. So, sie muss dann dahin und er geht da hoch. Okay, okay, okay. Nutze Trampolin. Nimm sie! Oh my God. Ha! Das hat fantastisch geklappt. Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll.
Jetzt können wir endlich unser dummes Witzebuch zu Ende führen. Das war notwendig. Wenn der eine Witz nicht dabei gewesen wäre, dann hätte das alles nicht geklappt. Jetzt kann ich bei der Thimblecon mitmachen. Und wie so oft im Spiel, sobald man ein Rätsel gelöst hat, kommt man direkt oft auch zu der Lösung des nächsten. In diesem Fall wartet hier rechts der Wettbewerb. Ready to face my adoring public and win this contest already. Thank you all for coming to witness the Ransom Lookalike Contest. We've got a great crowd here tonight. What is he, blind? Stinks in here. Yes, well, it looks like we've got some great entries and some not so great entries. But I'll be the judge of that. That's right, I'll be judging the contestants as they try to make us laugh. First up, we have Corey. Ooh, that's some cape you've got on there, kid. I bet your mom made it with love. I hope there's a Batman look-alike contest for you soon. You definitely win. So convincing. You've gotta be kidding. That wasn't an insult. It was a crappy compliment. I'm Ransom, the jerk clown. It's Ransom, the insult clown, you moron. That's not a nice thing to say. I have big hair. He does! Oh my, that's funny. Am I missing something here? Okay, gut, jetzt achtet mal auf mich und schaut einem Profi bei der Arbeit zu. You're all a bunch of inbred freaks. Don't try to deny it, because I've seen the sheriff, the coroner, and the hotel manager. The sheriff, coroner, and hotel manager are all distinct people and awesome in their own right. You should be thanking them for keeping the town running. I was amazed you aren't a bunch of fatzos. Fatso? That's an incredibly hurtful and vulgar word to use. It's not something that any decent people say in public. What's the deal with all these Tron machines? The Tron machines have saved our town countless times. There's no reason not to rely on them. Bunch of ingrates. Sounds like someone has to update their jokes. Now we have our final contestant, Corey. Bloop, bloop, and bleep, bloop! It's beep for sake, not bloop. Don't be mean. I hold you all ransom with my jokes. Clever. Ransom, Ransom, so smart. You're all silly billies, but you're still lovable. Oh, kill me now. Oh. This won't take long to decide the winner. In first place is, obviously, Corey. Oh my, thank you. Corey wins a licensing deal with Mega Mega Toy Company. I'm going to make a cute fuzzy dog! But you could just walk into any toy store and buy that already! Second place is Corey! Of course it well is! Totally rigged! How can anyone compete with Corey? It's a pleasure to come second to his first! You've won a gift card for facial reconstruction surgery! How exciting! Just like my hero, Michael Jackson. Which leaves third and last place to... What was your name, anyway? It's Ransom, you idiot! Oh, your name is Ransom, too? That's an odd coincidence.
Pity your act wasn't very convincing. So third place goes to the poorly named Ransom. You win an easy listening theremin record by Sykin. Congratulations to those who put some effort in. Yes! Rätsel hau ich alle aufs Maul. Hast du noch ein Rätsel für mich? Pam, 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 pam. Genickbruch. Und deine Mutter. All das. Oh, toll. Da habe ich das blöde Schallplatten gelöt. Gibt's hier noch mehr zum Klauen? Da muss ich kurz mal schauen. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Okay. Das ist super. It's turned on. Hello, fans and tuna heads. Just wanted you to know that I'm Ransom the Clown and you're not. Danke. Das musste sein. Okay. Sieht so aus, als hätten wir auch hier alles erledigt. Hier gibt's eigentlich nichts mehr. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals and original Star Trek spec scripts. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Good. Bye. Wundervoll. Wundervoll. Wir haben die Schallplatte. Toll, 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 toll. Schallplatte. To the rescue. Okay, wo gehen wir damit hin? Natürlich hier zum Radiosender. Vorher treffen wir uns da aber noch gleich mit jemand anderem. Irgendeiner muss ja gleich die Platte auflegen. Ah, warum nicht sie? Moment, da. Okay, folgendes werden wir gleich machen. Der Clown legt das Radio lahm und wir tauschen die... Oh, das wird sehr interessant. Und wir tauschen die Platten aus und dann läuft entsprechende Musik und dann können wir im Gefängnis endlich unsere Uhr reparieren lassen. Wir bereiten hier jetzt schon mal alles vor und dann machen wir kurz Werbung und dann sehen wir uns direkt wieder. Moment, wo ist denn... Moment, ihr könnt ruhig nochmal... Bereite das schon immer alles vor. Machen wir kurz Werbung und dann geht's an die Lösung. Aber vorher alles. Ich bin so ein Verzögerungsgenießer. Ich will das erst alles schön fertig haben. Und dann bin ich bereit. Okay, jetzt sind eigentlich alle bereit. Vielleicht sie auch noch. Warum eigentlich nicht, ne? Sie bringe ich auch noch mit zur Lösung des Rätsels. Na, komm her. Dann sind wir doch eigentlich gut vorbereitet. So. Hehe. Geil. Okay, wir machen kurz Werbung und dann wird das Rätsel aktiviert. Ram, 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 wird es dann machen. Und am Ende steckt es eine Lösung. Scheiß es raus. Bis gleich. Bleibt weiter gespannt. Gleich wird's hier, geht's ins große Finale, behaupte ich. Ich weiß genau, warum ihr hier seid. Ihr wollt sehen, wie das Rätsel gelöst wird, mit dem wir uns seit gefühlten 15 Stunden oder zumindest 15 Folgen herumschlagen. Und zwar ist dieses Rätsel ein sehr diffiziles, ein sehr kniffliges. Wir wollen eine Uhr reparieren lassen, die lässt sich aber nur von Willi reparieren. Der braucht dazu Werkzeug, das haben wir ihm gegeben. Das war auch schon richtig stressig. Und jetzt müssen wir nur noch für die passende Musikuntermalung sorgen. Und das machen wir hier. Vorher, bevor ich jetzt mit ihr, weil sie kann ja schon mal rein... Ja, sie stellt sich hier schon mal vor die Tür. Our hostile takeover non-stop music with this important message. Special announcement. Pizza meeting tonight. Find Chet for the secret code. And now back to our special Find hostile Chet. Ha, das passt gut, denn der Chat sorgt auch mal dafür, dass bei uns Pizza Party stattfindet. Vielen Dank an dieser Stelle. Letzt kam im Dienstag eine Pizza. Die hat uns sehr gefreut. Okay, und er ist halt einziger in der Lage, scheinbar die Leiter hochzuklettern. Auch das haben wir schon mehrfach gemacht. Und es dauert sehr lange. Oh, let's get the clown to climb the ladder. The circus freak will climb the ladder. Stupid ladder. Stupid ladder.
Okay. Huh. Endlich. Da ist der Hebel. Und jetzt können wir ihn endlich mal benutzen, sodass dass er was bringt. Serves him right for that radio show. Now I better get out of here fast. Oh no, we're off the air again. Oh nein! Ihr habt die blöde Schallplatte noch. Na gut. Vielleicht kann man das schnell noch korrigieren. Ich muss nämlich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab die Schallplatte nicht ausgetauscht. Komm, das schaffen wir noch. Zeit, Zeit ist Geld. Hast du sie? Okay. Es geht doch los rein. Ah, okay. Ja! Phew, what a climb! Jetzt kriegen wir es hin. Bin sehr gespannt. Nein. I'm innocent! Can you fix this watch? If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Here's my watch for you to fix. Hey, you have that great theremin music playing. Okay, hand it over. Okay, your watch is fixed. Here you go. Das ist gut. What is that awful noise? The feds must be trying to brainwash me. What are you doing in my control booth? Oh, hi, Cassie. We used to go to school together, right? I used to hang out in the computer lab and... Oh, looks like you're busy. Bye. How'd this get here? Okay, all back to normal again. Okay, wir haben es, wir haben es. Wir gehen zur verlassenen Fabrik. Wir benutzen genau die Uhr mit diesem komischen Code-Feld. Und dann kommen wir endlich mal in eine der Türen rein. Oh Gott, wie lange sehne ich mich danach. So. Das passt perfekt. Oh, jetzt muss... Not leaving Dad's watch behind. I need to find the correct time to set it to. Okay. Puh. Das heißt, mit ihr müssen wir dann natürlich auch hin. Und bevor euch wundert, ich werde jetzt auch noch mit den anderen dahin laufen. Weil die wollen ja letzten Endes alle hier hin. Es ist ja hier, kommen ja alle Fäden zusammen. Oh nein, das brauchen wir gleich. Zum Telefonieren. Okay, und dann rufe ich an, krieg die Uhrzeit, stell die Uhrzeit ein, steck die Uhr in dieses Dingens. Und dann geht die Tür auf. Ransom will da auch hin. Okay, dir geben wir auch noch kurz ein paar Minuten Zeit, dahin zu kommen. Und der Geist, der bleibt da, wo er ist. Und wenn wir schon alle in einem Gebiet haben, könnten wir auch die ganzen Staubkörner mal sammeln. Also in einem Inventory zusammenfügen. What am I going to do with a pile of dust? Hast du auch noch welche? Ja.
What am I going to do with a pile of dust? Okay, und er hat nichts mehr. So. It's my specks of dust. Wie viele haben wir denn? 10 fehlen noch. So, stehle das Geheimnis der KI der Kissenfabrik, brich in die Kissenfabrik ein. Telefon. It's telephone time. Aber vorher muss sie... Was ist ein verworren hier? Ein verworrenes Spiel, was ihr mit mir spielt. 4739. 4739. Das Ergebnis wird dich freuen. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 12:25. 12:25, das muss er jetzt einstellen. It's my father's old pocket watch. Good as new. Kann ich, ach, ja, okay, ja, natürlich. Okay, 12 und das ist doch eigentlich 25. Fertig. Oh Gott, nein, jetzt ist immer noch nichts, oder? The doors are locked and there's no place for a key. Okay, dann müssen wir das jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit machen. Gucken wir nochmal weiter. Oh, ich werde noch wahnsinnig. Dieses blöde 4739. 4739. 4739. 473. 473. 4739. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. Gib mir den Code. For today, proper start time for station 1 is 12:25. Ja, okay. Aber ich brauche doch die zweite noch. Kannst du mal gucken? Nee, da kann man nichts mehr machen. Das ist hier schon richtig. 12:25 ist schon richtig. Das haben wir immerhin freigeschaltet. Okay. Jetzt müssen wir aber immer noch die anderen Schlösser aufmachen. Was steht denn nochmal im Handbuch? Alle 5 Minuten an Sicherheitsbox anschauen, korrekte Zeit, leuchtet das Licht der Stützung in der KI der Fabrik. Alle 5 Minuten an einer Sicherheitsbox. Also wäre das 12:25 und die zweite wäre dann 12:30 und die dritte wäre 35 und so weiter, oder? Ich glaube ja. Wo ist 2? Nee, hier nicht. It's a heavy-duty restraining strap and bolt. Oh. And needs a wrench to loosen. Das ist doch schon mal gut. Das ist gut. Den Wrench habe ich. Jetzt kurze Pause, bevor wir dieses Rätsel lösen. Erst noch schnell mal die Batterie klauen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wofür. It's an old discharged battery. Okay. Tür Nummer 2 suchen wir. Nee, hier war doch, genau, hier ist Tür Nummer 1. Ist sie vielleicht hier? So, ist ganz einfach, okay. Ich dachte am Anfang, man muss ganz viele unterschiedliche Codes finden und es wird sicher anstrengend, aber es ist total leicht, zum Glück. Das Rätsel war einmal gelöst und dann kann man da mit auf jeden Fall arbeiten.
Wo war noch mal 4? War 4 hier? Ich war da eben erst. Nee, aber hier war nichts. Bin ich an 4, muss ich dann schon vorbeigelaufen sein. Wo war das? Hier vorne ist 3. War das dann... Nee. Ich bin nicht bescheuert. Hier waren doch 4 verschiedene Codes. Na gut, wir finden ihn gleich. Komisch, wo ist die 4? Fuck. Jetzt komme ich hier dumm vor. Vielleicht? Da geht's Fabrikplan. It's a map of the abandoned factory. 1, 2, 3 und wo ist 4? Wo ist der Haupteingang? Das hier ist der Durchgang. Okay. Und alle beiden auf meiner Seite haben wir schon erledigt. Oder ist hier noch rechts einer? Hier war ich doch jetzt schon 100 Mal. Ach, Moment. Ach, hier ist es natürlich dahinter. Ah, ja, so läuft das. Dahinter muss es sein. Die Batterie muss ich aufladen. Wie? It's an old discharged battery. It appears to be the on-off lever for this electric truck. It's now in the on position. It appears to be the on-off lever for this electric truck. It looks like the battery is dead. Okay. That doesn't seem to work. Schade, so nah dran und dann haben wir es doch nicht geschafft, die Batterie aufzuladen. Mein erster Gedanke ist ein Blitz. Weiß auch nicht warum. Könnte man natürlich bei der Radiostation mal probieren. Ist diese Tür offen? It's locked and there's no handle. Könnte aber auch noch mal mit dem Büroschlüssel versuchen, irgendwas aufzukriegen. It doesn't work in that. Gut. Wir suchen also... Vielleicht sollten wir ihr die Batterie mal geben. Ich glaube, das ist besser. Thanks a lot. Thanks. Ja, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Okay, wir müssen die Batterie irgendwie aufladen. Jetzt muss ich nur überlegen. Es gibt hier sicher eine ganz einfache Möglichkeit. Die ist doch hier technisch versiert. Was könnte man denn machen? Hier waren wir Menschen, Fabrik, Funkturm, Radiosender. Ich würde fast sagen Funkturm irgendwie. Klingelt da was? Ach, sie will ja nicht hoch, oder? No way am I climbing that. I'm afraid of heights. Vielleicht. Ich will es einmal ausprobiert haben. Ich kann es mir irgendwie nicht so einfach vorstellen, dass es so einfach geht, aber es gab in Zack McCracken ein ähnliches Rätsel, wo man den Kristall bei Stonehenge auf einen Altar gelegt hat. Und dann hat man noch ein paar magische Worte gesprochen und schon ist ein Blitz eingeschlagen und hat den Kristall heile gemacht. Ich glaube aber nicht, dass das so hier klappt. Man kann es ja mal probieren. So, während er hochklettert, kann ich mal überlegen, wie kriegen wir die Batterie voll? Oh, let's get the clown to climb the ladder.
The circus freak will climb the ladder. Es will mir nichts einfallen. Kann man die vielleicht... Man sind ja sehr viele Maschinen Waste irgendwo. Time. Vielleicht kann man die Maschinen anzapfen. All this climbing just to solve a puzzle. Ah! Ah! Ha. Ja, ja, ja. So muss es laufen. Aber wie schaffe ich das? Ich glaube, man kann ja zappen als Geist. Man kann ja bzz, bzz, bzz. Und wie kann ich die Batterie irgendwie von dem Geist mit Energie versorgen lassen? Aber dazu müsste ich wahrscheinlich als Geist... Ich glaube ja, dazu müsste ich als Geist wohl rauskommen aus dem Hotel, was ich ja nicht komme. Ich komme nur zum Friedhof. All this climbing just to solve a puzzle. Thanks a lot. Bonbonspinne, Antivirus, Schlange in der Tasche. Okay. Jetzt müssen wir das mal ausprobieren. Ich glaube, es ist die richtige Lösung. Ich weiß nur leider nicht, wie ich das schaffen kann. Doch, das muss es sein. Es gibt sonst außer dem Röhrenladen nichts, was in der Stadt mir helfen könnte. Das Zappen dagegen hat mir schon oft geholfen und irgendwie ist es ja auch total logisch. Nur wohin? Ich glaube schon, dass das wichtig ist, denn sie ist ja die Tochter von dem Geist. Und das würde irgendwie passen. Great view. I can see everything from here. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Batterie abstellen soll. Also wie kann ich die Batterie irgendwo hinstellen? So, dass er sie benutzen kann. Weil er kann ja nicht in ihr Inventory reinseppen. Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, was zuerst ist. Hen oder Ei. Ob vielleicht ich erst ihn durch den Kristall dazu bringen soll, dass er mit Dolores reden kann. Oder ob ich mich aus diesem Hotel sozusagen dann befreien kann, weil dann kann ich als Geist ganz easy zu der Maschine schweben, in der die Batterie steckt und die einfach anzappen. Stay away from my crystal. Okay, sie kann ich nicht anzappen. It's an old discharge battery. Ich muss irgendwie, ich glaube, ich muss mit diesem Kristall rüber zum Pentagramm. Dann müssen da der Vater und seine Tochter sein. Die beiden connecte ich dann, dann können die miteinander reden, dann kann ich eventuell auch die Batterie austauschen. Und sie einfach in seinem Inventory durch Zapping voll machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich den Kristall kriege. Ich weiß es einfach nicht.
der hängt hier auch so komisch rum und ich weiß irgendwie gar nicht, was dieser Kristall überhaupt soll. I love you, Dolores. I'm very proud of you. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Can I please have the crystal so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Ich könnte noch mal versuchen, mit dem anderen zu reden. Dem anderen Geist. Denn die Geister-Lady, die guckt ja Fernsehen auf Gang, auf Flur 10. Die ist beschäftigt. Xavier ist oben. Ein Geist bleibt noch übrig. Der ist hier bei der Thimblecorn. Stand er zumindest das letzte Mal rum. Vielleicht kann man ja irgendwo was finden zusammen. Is there a way to get away from Xavier? He doesn't let us do anything. I'm scared he'll lock me in the basement again. But you should try standing up to him. I hear that works if you can follow through. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Don't let Xavier see us talking and not working. Okay, einmal noch. Is there a way to get away from Xavier? He doesn't let us do anything. I'm scared he'll lock me in the basement again. But you should try standing up to him. I hear that works if you can follow through. Ja. See you soon, Virgil. Man kann sich durchsetzen bei ihm. Aber dazu muss man eben. Is over. There isn't anything going on here. Okay. Hat er gedacht, das kann man vielleicht mal machen? Was ist das mit dieser Batterie? Wo kann ich die hingeben? Ich bin jetzt nicht zu sehr darauf fixiert, dieses Rätsel, was ich im Kopf schon gelöst habe, jetzt umzusetzen. Aber ich glaube wirklich, dass es das ist. Pew, pew, pew. It only sells new Coke and no one wants that. Freezing all that soda might make it explode. Schon ziemlicher Weicheigeist. Hier ist auch nix. Shut up in there! Doctor Who has no appeal to Americans. Never has, never will. Das stimmt gar nicht. Ich bin Doctor Who-Fan. Ich habe jetzt aber gerade Dirk Gently angefangen. Die erste Staffel geguckt. Gefällt mir sehr gut. So ein bisschen wie Doctor Who. Mit einer fresheren Verpackung sozusagen. Was interessant ist, denn es hat angefangen als Doctor Who Folge oder Staffel oder so. Es war so geplant als Doctor Who Setting, ist dann aber zu was ganz anderem geworden. Und das finde ich ist auch gut December so. 1986. I guess they couldn't afford a new one for 1987. Staubkörner und Kissenfabrik, das ist alles, was noch übrig bleibt. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar Regie. Vielleicht könnt ihr mir mit einem Katsching-Geräusch oder mit was ähnlichem helfen, wenn ich zumindest gerade auf dem richtigen Lösungsweg bin, wenn der Geist mit der Batterie zusammen funktioniert. Das würde mir helfen. Muss ich selbst abmelden? Ach, der muss selbst. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Ihr seid nämlich noch gar nicht durch, oder? Ihr müsst die ganze Zeit euch spoilern lassen durch mich. Aber so ist das halt.
Da hättet ihr ein bisschen schneller spielen müssen. Da müsst ihr schneller sein als der Simon. Und das ist schon schwer. Ja, keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. I don't know what words to say to cast the spell. Maybe... Die Batterie. Die Batterie. Die Batterie muss vollgeladen sein. Die Batterie. Die Batterie. Ja, ich geb's auf. Fabrik, Wanderweg. Menschen. Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Mal zu gucken in dem technischen Labor von unserem Onkel, ob da nicht vielleicht was ist. Oder kann man nicht Batterien in der Mikrowelle aufladen? Ist das nicht ein ganz alter Trick, um Batterien aufzuladen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. It doesn't work with that. Das wäre auch echt blöd. Das kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Das sollte man auch nicht Leuten beibringen. Du mit deiner Schaufel. Wir kommen auch nochmal zueinander. Oh, falsch. Falsche Tür. Dieser Fingerprint-Reader. Kann ich auch nicht aufmachen. Einen Moment, ganz kurz. Ich habe einen Fingerprint-Reader-Tron. Okay. Und sie hat immer noch, nachdem sie alle anderen Sachen mehr oder weniger vergessen oder verloren hat mittlerweile, hat sie hier immer noch ein Fingerabdruck-Set. Das ist doch kein Zufall. Kurz mal gucken, ob man irgendwas... There's no more fingerprint powder left. Okay, ich habe kein Pulver mehr. Vielleicht brauche ich da die Staubkörner. That doesn't seem to work. There's no more fingerprint powder left. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich plane zu machen. Und zwar könnte man einen Fingerabdruck machen von irgendeiner der Sachen hier. Hm. Ja, wir könnten den dann hier beim Fingerprint Reader benutzen. Okay, die Regie hat mir einen Hinweis gegeben, der aber, finde ich, doof ist, weil der ist überhaupt nicht das, was ich gedacht habe. Dabei hat das, da hätte es doch so gut geklappt mit dem Geist, oder? Ihr seid hoffentlich auf meiner Seite. Das mit dem Geist ist eigentlich eine supergeile Lösung des Batterienproblems. Irgendwie Batterie, Seppen, Energie. Aber so soll es wohl nicht sein. Stattdessen soll ich zum Wald gehen, sagt mir die Regie. Und ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt den Kopf hier? Nee, habe ich nämlich schon wieder zurückgegeben. Dann geben wir uns erstmal den Kopf, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Thanks a lot. Naja. Wenn die Regie sagt, ich soll mal zum Wald gehen, dann mache ich das. Und dann gehen wir einfach mal durch. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Weil ich natürlich jetzt... Mir fällt nichts ein. So, da fragt mich die Regie, ob ich noch den Flyer vom Pizzamann habe. Ja, hier, Pizza-Flyer. Komm zum Geheimtreffen, elektrischer Zaun, nicht berühren. Ja, das ist natürlich jetzt, wird sehr interessant, weil, also elektrischer Zaun, Batterie und die Hilfe von euch mit dem Wald, das reicht eigentlich, finde ich, für mich, aber ich war ja schon so oft im Wald und ich habe einfach keinen Zaun gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Zaun gefunden zu haben, einen elektrischen. Weiß auch nicht, ob ich jetzt immer noch nach dem Navigator gehen muss. Oder ob ich einfach wahllos... Okay, so. Honoring past adventure gamers who have reached this spot without...
Nein! Oh. Also wenn ich hier rechts lang gehe, komme ich wieder raus. Hier. Hier komme ich auch wieder raus. It says, here lies a treasure from another game. Don't waste your time digging. There's nothing to be found. Gut, dann gehe ich mal hier lang und schon komme ich raus. Ist hier vielleicht irgendwo ein Zaun? Also ich habe noch nie einen elektrischen Zaun hier gesehen, deswegen bin ich so ein bisschen irritiert. Das vielleicht? It doesn't work with that. Na klar nicht. Nachdem ich jetzt alles probiert habe mit dem Kopf, gehe ich vielleicht einfach mal ein bisschen wahllos rum. Vielleicht finde ich dann ja einfach den Zaun, von dem hier die Rede ist. Aber es ist ein bisschen gemein, finde ich, von den Machern. In einem Labyrinth, wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, hier geht es darum, das X zu finden. Noch ein zweites, anderes Rätsel einzubauen. Wie soll man das denn schaffen? Oh. Bin mir nicht sicher, ob es wirklich richtig ist. I can't reach that. Kein Zaun. Der einzige Zaun, an den ich mich erinnern kann, der ist bei der Fabrik. Aber der ist zu. Einfach nur, der steht nicht unter Strom. It's a puddle full of muddy water. Diese Pfütze, ne? Muddy Water. Was könnte man? That will just make a big mess. Ja, ich bin aber auch verzweifelt. I don't want to waste it on that. Komm zum geheimen Treffen. Elektrischer Zaun nicht berühren. Thimbleweed Pizza. Hier ist ja auch. Ist da nicht eine? Nur mal kurz gucken auf der Karte, ob man nicht hier auch einen Zaun sieht. Wanderweg, okay. Zirkus hat einen Zaun, okay. Kurz noch einmal schauen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich hier richtig bin. War hier nicht irgendwo auch ein Zaun? Ich hätte schwören können, hier war ein Zaun. Nee. Hier ist kein Zaun. It's a puddle full of muddy water. It's a puddle full of muddy water. Ich überlege, ob ich vielleicht dieses Buch hier benutzen muss. Ah, okay, also Osten ist sofortiger Tod. Nach Westen, der ist schon mal schwer, weil wenn ich jetzt, ich gehe direkt nach Osten. Gehen Sie nach Westen, schauen Sie sich um, es gibt nicht viel zu sehen. Vielleicht noch rote. Weiter nach Westen, also Westen, Westen. Dann kommt ein Lichtstrahl. Kammer mit den Robotern. Und ich nehme an, dass das nur der relevante, wichtige Part ist, nämlich das Debug-Kommando. Fitz-Scum. Ich glaube, das muss ich später machen, aber jetzt gerade. It's a puddle full of muddy water.
That doesn't seem to work. I don't want to pick that up. Okay, ich gebe offiziell auf jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. The plaque says it's a tiny replica of the starship. I don't want to play games with my starship now. Ugh, smells awful. Na gut, immerhin hat mir die Regie gesagt, dass es ein hartes Rätsel ist. Ist es denn ein Rätsel, was ich überhaupt lösen kann, oder brauche ich dann noch irgendwelche Items? Ach, ich brauche noch Items, ne? Das ist natürlich, ist natürlich hilfreich. Aber die habe ich noch nicht, nehme ich an. Nicht alle. Ja, okay, aber dann brauche ich ja hier nicht weiter suchen. Dann ist es ja schon mal eine gute Info. Oh Gott, jetzt wirklich völliger Verlust sämtlicher Rätsel-Skills. Jetzt kommt wirklich so ein bisschen kniffliges Item-Suchen, nehme ich an. Irgendwas fehlt mir. Was könnte fehlen? It's a very strange looking tool. Oh, da wird wieder geholfen von der Regie. Ja, mir ist natürlich schon aufgefallen, dass da viele Personen reingehen in den Wald. Okay. Ja, aber was kann ich denn machen? Na, vielleicht wissen die ja den Weg. Ich muss den irgendwie rausfinden. Vielleicht wissen die Leute den Weg und ich muss den irgendwie rausfinden. Ach, deswegen. Okay, ich verstehe im Moment. Ja, ja, ah, okay. Wo ich früher dachte, es wäre hier die App, wo sie sich gegenseitig treffen, Grindr. Muss ich irgendwie. Scheinbar haben die alle den Flyer. Hier, diesen Flyer alle gesehen und wollen da alle hin. Bei der einzigen Pizza der Stadt. Ja, aber, okay, es ist echt schwierig, weil, wann immer ich denen folge, komme ich. Oh, jetzt hau ab. Ich will zum Eingang, ja, da. Wann immer ich denen folge, komme ich in ein Bild raus, wo sie nicht mehr da sind. Wie könnte man. Die laufen alle durch die Pfütze, deswegen ist die Pfütze auch irgendwie relevant. Aber was? Das habe ich ja schon versucht, feinen Ruß auf die Pfütze. Nee. Womit kann ich sie denn nachverfolgen? Wo kann ich den Weg verfolgen? Nee, es wirkt auf mich, als hätte ich da einfach die richtigen Items noch nicht, um das zu markieren. Ja. Sie hat nichts, was markieren kann. Moment. There's no more fingerprint powder left. Schlange, Anti-Juck-Creme, Bohnenspender mit einem Feuerzeug. Kann ich das Feuerzeug eigentlich gebrauchen für irgendwas? Nee. Er wirkt nicht, als könnte er mir noch irgendwas geben. Du hast nichts mehr für mich, Clown. Hat sich ausgelacht. Scheiße. Was hat der? Er hat auch nichts Wichtiges. Ach, so kurz vor der Lösung. Dem Geist. Nee, mit dem Geist kann ich nichts machen. Ich probiere mal alles. Okay, nee, das kann er nur an sich selbst benutzen. Tastes great on ice cream, too! Dobbs, the birds! Gregor, du bist doch schon durch, oder, mit Thimbleweed? Hast du eine Idee, weißt du, wie ich die Batterie auflade? Oder wie ich diese Leute verfolge? Nee, so weit bist du noch nicht. Ich kann ja mit meinem deduktiven. Naja, so einfach ist es nicht. Also, ich habe schon alles mit meinem. Ich habe mich ausdeduktiert. Also, ich kann dir gerne das Problem erklären. Ich muss irgendwo hin zu einem geheimen Treffpunkt, ja? Ja. Warte mal, ich zeig dir gerade hier, der geheime Treffpunkt. Habe ich eine Karte. Da. Komm zum geheimen Treffen. Elektrischer Zaun. Nicht berühren. Und da steht ein Code: 490670. Keine Ahnung. Und. Du hast eine leere Batterie, nehme ich mal an.
Ja, woher weißt du das? Das, weil du gerade eine Batterie aufladen wolltest, hast du gesagt. Okay. Ja, ich weiß nur, mir wurde gesagt, ich soll, ich weiß nicht wie, aber ich soll die irgendwie aufladen. Scheinbar ist hier irgendwo was an einem Zaun, elektrischer Zaun, wo ich die aufladen kann. Was ist der? Den habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist nur so ein... It's an odd-looking plumber's wrench that says wrench trial. Den habe ich aber schon probiert. Den kannst du nicht kombinieren mit der Batterie. Nee, das ist der, mit dem habe ich die Batterie bekommen. Okay, ich denke gerade daran, dass man das Ding ein bisschen weiter aufschrauft, sodass die Kontakte zwischen dem gelegt sind, dass man es irgendwie an den Elektrozaun dann berührt oder irgendwie. Nee, so es geht wohl um die Pfütze und irgendwie muss man die Pfütze markieren, habe ich mir gedacht. Weil da kommen ständig Besucher, die alle diesen Flyer gelesen haben. Und die laufen hier durch diese Pfütze durch. Und ich kann irgendwas mit der Pfütze machen, wie man sieht. Pfütze mit schlammigem Wasser. Das heißt, alle, die durchgehen, müssen ja eigentlich dann Abdrücke hinterlassen. Nein, du denkst zu kompliziert. Ich muss zu einem elektrischen Zaun und da die Batterie aufladen. Das glaube ich, da glaube ich fest daran. Aber jetzt muss ich das irgendwie markieren, sodass die, wenn die durchlaufen, mir eine Spur hinterlassen. Sowas wie, ich habe schon alles probiert, hier den Ruß habe ich schon versucht reinzulegen oder so, geht nicht. Cola, also du brauchst nicht die Fußabdrücke, die dann im Schlamm hinterlassen werden. I don't want to waste it on that. Also bisher habe ich keine gesehen, dass da welche hinterlassen werden. Vielleicht ist das schon die Lösung, aber bisher vielleicht blockiere ich erstmal den Weg, dass ich auf jeden Fall der richtigen Person drauf schauen, die dann was draus erkennt. Es wäre gut, wenn jetzt noch mal jemand kommen würde, der hier durchläuft. Ja, wir probieren es gerade noch mal. Ja, du hast recht, also irgendwie Achtung, er läuft durch. Und siehst du, er hinterlässt keinen Dreck. Hinterlässt keine Möglichkeit für mich, den Weg zu finden. Ist doch scheiße. Naja, wir sind eh am Ende. Ich hätte gehofft, ist das hier was? Das hier ein Durchgang? Das sieht so aus wie ein Fleck, oder? So ein bisschen. Nee, das ist nur Grafik. Das war wirklich nur Grafik. Hier ist hier irgendwo eine Fußspur. Nee. Ja, wir wissen, da ist ein Bär. I don't care, Bär. Schüttet Bärenmittel in die Pfütze, sodass die angefallen werden. Oder war das Anti-Bärenmittel? Und deren Blutspur... Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mit dem Bärenkram schon rumprobiert, aber habe ich ihn in die Pfütze? Ich glaube fast nicht. Das ist ein sehr guter Punkt. Das hier meintest du, Bärenabwehr. Wenn das geht... It's called Levo's Bear Repellent. When you have this, you don't need to bear arms. Okay, das ist aber das Rätsel. Da werden wir ein andermal uns mit befassen. Aber wir sind nah dran, ne? Also du bist ja selbst noch gar nicht da. Ich habe dir also nichts gespoilert. Nee. Und ich will auch nichts wissen. Schreibt mir bitte nicht in die Comments, wie es funktioniert. An diesem Rätsel werde ich mir die Bärenzähne ausbeißen. Danke für die kurze Hilfe, auch wenn sie sinnlos war. Und danke an die Regie für die Hilfe, auch wenn sie sinnlos war. Wir werden diese Batterie, komme was wolle, irgendwann aufladen. Bis dann, das war's. Tschüss.